Hallo! Ich glaube, die letzte Szene sieht jetzt. Nee, oder die vorletzte sieht aus wie die jetzige. Auf jeden Fall ist jetzt der nächste Tag und wir sind schon wieder hier am Frühstücken und so. Wir haben gleich einen Termin. Ja, wir haben Ja. keinen Termin, aber wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich drankommen. Ja. Es geht zur Zulassungsstelle. Genau. Dann hoffen wir, dass alles so geht, so läuft, wie es laufen sollte. Und ich bin immer noch müde. Jetzt gibt es einen Kaffee. Um mal ein Video zu machen, was nicht im Auto stattfindet. Sind wir jetzt da oder nicht? Ja, Weißt du noch ich nicht? muss noch gucken. Hier ist auf jeden Fall noch Fahrtwasser. Ich habe mich gerade abgekämpft. Ich habe mich gerade abgekämpft, einzuparken. Habe ich es gut gemacht? Robert? Darf ich Sie mal fragen? Du hast sehr, sehr gut eingeparkt. Aber ich Rückwärts, musste es öfter ansetzen. das parken nicht viele Frauen rückwärts ein. Dafür machst du das schon sehr gut. Kann eine Umfrage machen, ob die Leute rückwärts einparken. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Wir haben doch Glück jemanden gehabt. angetroffen, obwohl Robert gerade erst telefoniert hat mit Jemanden, der jemanden. anscheinend irgendwie den ersten Tag da ist und dann hieß es auf jeden Fall Montag einwerfen. Und wir haben Glück gehabt, dass uns jemand stehen sehen hat. Es war nicht die Frau, mit der wir telefoniert haben und Ja. dann anscheinend Mitleid mit mir hatte, wie ich da stand mit meinem Mundschutz und meinem Täschchen und meinem Kennzeichen. Und dann mal rauskam, gefragt hat und dann doch so gnädig war und gesagt hat, wir können das gleich da lassen. Konnten dann gleich den Antrag noch ausfüllen. Den hätte man gar nicht gehabt, wenn wir das eingeworfen hätten Ja. in diese Box. Und ja, jetzt werden wir angerufen. Und vielleicht können wir sogar heute Nochmal hinfahren. noch mal herfahren und Mit die Gottfried. Zeichen abholen. Ja. Ja. Jetzt fahren wir wieder zurück. Ja. Dann müssen wir noch mit Mutti Können einkaufen. wir ja nachher gleich noch die Mutti einkaufen. Jetzt direkt? Ja. Und du hast dann. Wir sind jetzt an der Tankstelle und ich habe keine Ahnung, ob ihr mich hören könnt. Aber Robert wäscht gerade das Auto und ihr könnt mir ja mal sagen, wie viel HD oder so ich einstellen soll. Ich glaube, jetzt habe ich 60 Bilder pro Sekunde wegen der Qualität, was euch besser gefällt. Und ja, jedenfalls wäscht er jetzt das Auto und dann fahren wir einkaufen mit Mutti, weil Mutti halt auch noch einkaufen muss. Und ja, mehr gibt's nicht zu erzählen. Ich kann euch ja Robert noch mal zeigen. Wer weiß, wann die den Container leer gemacht hätten? Also es gibt ein Update. Wir wurden gerade angerufen von dem Verkehrsamt Stellen Gedöns, Straßenverkehrsamt. dass wir die Papiere dann gleich abholen können. Jetzt gehen wir noch mit Mutti einkaufen. Hallo Mutti, Vorsicht Mutti. Und dann, oh, die Erdbeere passt zu meinem T-Shirt. Und dann, was machen wir dann? Den Achso, Kaufvertrag noch wir, fertig ausfüllen genau. und dann fahren wir eigentlich schon wieder los. Und dann verkaufen wir das Auto noch. Ja. Und dann ist der Tag schon wieder fast vorbei. Ja. Achso, und wir essen noch Mittag zwischendurch, ne? Ja. Hoffentlich. Ich habe Hunger. Siehst du, der Wagen passt zu dir und zu mir passt der Erdbeere und Le Feuerwehr. Siehst du, wenn jetzt die Person fragt, ob in Finsterwalde was Neues ist, Kaufland, haben sie die Markierungen geändert. Wir sind jetzt zurück vom Einkaufen. Ihr seht uns immer in der gleichen Position. Also entweder wir sind im Auto, wir sind einkaufen oder in der Küche oder auf dem Balkon. Ja, aber das ist es halt. Mehr gibt es halt nicht zu sehen. Ja, also wir waren einkaufen und jetzt essen wir noch was und dann müssen wir auch schon wieder los, die Papiere, die Kennzeichen holen. Ups. Und Robert hat gerade meine IQOS geholt, die ich auf dem Fahrersitz, Beifahrersitz liegen lassen habe. Ja. Was gibt es bei dir zu essen? Ciabatta mit Schimmelkäse aus dem Backofen. Sozusagen eine Käsebrücke light, ohne Brücke. Also ich habe auch Käse gegessen.
Und jetzt esse ich noch einen Quark. Oh, Mopfel! Where are you? Hä, hey, ich sehe sie gar nicht. Oh. Ah, hallo. Und dein Arsch ist dreckig. Ja. Wie was? Ja, und dann... Genau, machen wir wieder los. Ich melde mich. Guckt euch meine langen Haare an. Kurze Mittagspause. Schnell was essen. Ja, es gibt Käseschnittchen überbacken. Ein Erdbeer-Milchshake mit Proteinpulver. Und dann geht's weiter. Die Kennzeichen abholen. So, kleines Update. Robert hat seine Kennzeichen. Das ging aber flott. Wir sind gerade wieder bei der Zulassungsbehörde, blub, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Und jetzt seht ihr einen glücklichen Mann mit seinen Kennzeichen. Ja, genau. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Es ging sehr schnell. Schön. Oh, toll. Weißt du dich? Ja. Man sieht es gar nicht. Robert, das letzte Mal mit Frank. Ja. Wirst du ihn vermissen? Ich mache ein Video von dir. Ja. Meine Haare sind nicht lang genug, mein Prinz. Nein, Romeo. Ich darf nicht. So, ich bin zurück auf meinem Balkon. Robert ist gerade unten, wie ihr schon gesehen habt. Und jetzt wird das Auto verkauft. Ich bin hier oben, weil ich mir das nicht mit ansehen will, wie ein anderer mit Frank wegfährt. Ich hätte nie gedacht, dass ich an ein Auto hängen werde, aber das Auto ist halt schon toll. Es hat uns weit gebracht, auch wenn ich es am Anfang hässlich fand. Ja, jedenfalls werde ich jetzt hier warten, bis Robert fertig ist und dann werden wir bestimmt noch was essen, eine Kleinigkeit, und dann ist der Tag erstmal von dem Organisatorischen her abgeklappert. Es sei denn, der Autohändler ruft an, wir können das neue Auto abholen. Das wäre natürlich cool, wenn wir es heute noch hinkriegen, aber wenn nicht, dann halt übermorgen. Oder morgen. Morgen. Mal sehen. Dann ist er weg. Dann ist er weg. Ja. Ein paar grüne Scheine. Aber nicht viel für unseren Frank. Ist das einer mehr geworden? Nee. Wieso hast du nicht verhandelt eigentlich? Wie sollte ich verhandeln jetzt großartig? Ja, ein 100er mehr. Ich hab den Mann gefilmt. Halbnackt. Update? Jetzt muss man mal Geld ausgeben. Mhm. Alles bezahlen. Kennzeichen zulassen. Ja. Kann man das Ding jetzt in den Kennzeichen, was hier mit drin?